Die Flaggenparade ist stimmungsvoller Auftakt der traditionellen Pisten- und Welcome-Shows am Kreischberg. Das Programm ist bunt, wie gleich zu Beginn die Jugend demonstriert. Das macht unser Nachwuchs mit einer, wo wir eigentlich alle Nationen, die hier am Kreischberg in der Region Mura Urlaub machen, begrüßen. Und dann kommen so die Vorführungen der Ski- und Snowboard-Schulen, wo man ein Stück Skigeschichte zeigt von Oldschool über Telemark, übers Wedeln, über den Parallelschwung bis zum Carving-Schwung. Und da sind wirklich sehr, sehr tolle Vorführungen unserer Skilehrer dabei. Eine Veranstaltungsreihe, wo alle zusammenhalten, die den Kreischberg beleben und den Sport in Weiß zur Faszination machen. Ja, diese Pistenschau hat schon lange Tradition am Kreischberg. Da helfen alle zusammen. Es sind die Skischulen dabei, die Snowboardschulen, es macht der Sportverein mit, es sind die Kreisch-Indias dabei. Jetzt in einzelnen Fällen sogar die österreichischen Snowboard-Freestyler, was natürlich eine besondere Sache ist. Unser eigenes Team vom Kreischberg ist dabei mit den Raupenfahrern. Also ich glaube, es ist eine runde Sache und gefällt den Gästen wirklich sehr, sehr gut. Wie seid ihr zum Nostalgie-Skifahren gekommen überhaupt? Naja, also wir sind mit diesen Ski aufgewachsen, ja. Und ja, also die Jungen haben ja keine so eine Ski mehr, die kennen das ja gar nicht. Und ja, es ist auch für uns schwierig fahren mit den Ski jetzt, ja. Wir haben mit solchen Ski fahren gelernt. Irgendwann hat man sie in den Keller runtergegeben und naja, dann ist die Idee geboren. Zu so einer Show sollte man natürlich so eine Ski verwenden und auch zeigen dem Publikum, wie schwierig das eigentlich früher war, mit so einer Ski zu fahren und dass wir halt, wir Oldtimer das trotzdem noch beherrschen. Gezeigt wird so ziemlich alles, was auf den Pisten des Weinberges möglich ist. Ein weiteres Highlight für das Publikum sind die Vorführungen der Snowboarder auf der Big Air Trainingsschanze mit Olympiasiegerin Anna Gasser, die an diesem Abend auch zwei ihrer Top-Sprünge performt. Für das Kreischberg-Team wiederum steht die nächste Show unmittelbar vor der Tür. Die Skischulen und die Snowboardschulen wollen einfach Appetit machen und sagen, kommt zu uns, nehmt eine Stunde, nehmt einen Kurs, dann macht Skifahren und Snowboarden gleich noch mehr Spaß. Und Spaß gibt's natürlich für die Kleinen am Ende des Tages noch beim Kennenlernen mit den Pistengeräten. Während die Großen gemütlich ins Après-Ski hinübergleiten.